Hey ho, ich bin Fabian und jetzt samstags immer hier zu sehen. Zu German FDMs bin ich durch die Videos eines guten Freundes gekommen und habe hin und wieder auch die Videos der anderen gesehen. Mir haben die Videos in meiner Transition recht gut weitergeholfen und jetzt darf ich hier auch mit dabei sein und möchte quasi mit meinen Videos auch meine Erfahrung und meinen Weg mitteilen. Kurz zu mir, ich bin 28 und studiere in Stuttgart und ich lebe glücklich in einer Beziehung mit meiner Freundin und ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht, um zu wissen, was ich bin, wer ich bin. Ich hatte auch sehr lange keinen Begriff für mein Anderssein und gehe jetzt meinen Weg quasi mit großen Schritten und so gut es halt auch geht. Kurz zu meinem aktuellen Stand. Seit circa 15 Monaten mache ich eine Therapie und habe seit etwa 9 Monaten Testosteron. Und seitdem hat sich meine Stimme verändert. Sie ist tiefer geworden und ich habe auch Bartwuchs bekommen schon. Das stellt mich auch mehr als zufrieden. Ja. Aktuell reise ich durch die Gegend und besuche Ärzte für die ersten OPs und habe im Januar jetzt meine Namens- und Personenstandsänderung beantragt. Und das hat auch alles ein bisschen länger gedauert, weil ich quasi das Bundesland gewechselt habe. Und wenn man das in Alten, also wenn man das in Frankfurt zum Beispiel beantragt und dann nach Stuttgart zieht, dann gibt es mit den Ämtern Probleme, weil das halt nicht einfach so übergreifend zu machen geht. Denn die Namensänderung, Personenstandsänderung muss halt in dem Bundesland beantragt werden, wo man wohnt. Und zumindest auch in der Stadt, wo man wohnt. Und wenn man die Namens- und Personenstandsänderung hat, also beantragt hat, muss man dann Gutachten machen. Und so bin ich auch schon bei dem Thema der Woche, Gutachtergespräche. Ja, man braucht quasi zwei Gutachten dafür. Und ja, beim Antrag stellt man quasi, kann man Gutachter bereit, also man kann Gutachter angeben, aber es ist nicht gesagt, dass man die bekommt. Das ist auch so eine kleine Glückssache, glaube ich, denn ich hatte nicht das Glück und habe zwei Gutachter zugewiesen bekommen. Und ja, zu den Gesprächen kann ich leider noch nicht so viel sagen, da ich meine erst noch habe im April. Und ja, ich werde mich ein bisschen auf die Gespräche vorbereiten. Also ich werde quasi einen Trans-Lebenslauf schreiben, weil ich den sowieso schreiben muss für den Antrag der Kostenübernahme. Und ja, und hoffe mir damit, dass quasi die Gespräche anhand des Trans-Lebenslaufs geführt werden und ich nicht irgendwelche komischen Fragen beantworten muss oder so einen Test machen muss. Ja, ich hoffe auch, dass die Gutachten mit dem Trans-Lebenslauf ein bisschen schneller geschrieben werden. Weil dann halt einfach schon das meiste drinne steht und sie es nur noch übernehmen müssen. Und ja, mal schauen. Ansonsten kann ich leider noch nicht so viel dazu sagen. Ja, das war es dann auch erstmal von mir. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne nächsten Samstag wieder reinschauen. Ich werde jetzt immer samstags versuchen zu posten. Und ja, bis dahin. Macht noch ein schönes Wochenende.